Hoppla. Und mal wieder sind wir auf Ozean. Mit einer Atlanta. Yay, Spaß. Ich habe mir vorgenommen, jetzt auf A zu fahren. Einfach damit ich nicht direkt reinfahre. Da die Gegner in Kongo, diese zwei Kongos haben. Und die doch ein wenig mehr Reifweite haben als ich. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Folge World of Warships. Es kommt im Moment nichts anderes. Ich hatte eigentlich vor, World of Tanks zu bringen, aber es kommt im Moment nur World of Warships. Es wird besser, ich verspreche es euch. Es wird besser. Ja. Mein Fazit zu den letzten Folgen war, heute soll es besser werden und ich will mal länger als 5 Minuten überleben. Das ist mein Fazit. Mit der Atlanta ein Kunststück, aber mal schauen. Bis jetzt noch kein Gegner in Reichweite, was wirklich schwer ist, auch hier zu schaffen mit Atlanta. Allerdings haben die Gegner eine Hirio und dadurch kann ich meine Flugabwehr voll ausspielen. So, da hinten haben wir einen Yuko, einen Kiev. Ich drehe mal ein wenig rein. Und das haben wir eine Clearflight. Und da ist die Kongo. Ich glaube, ich gehe auf die Kongo, mache Zieltreffer. Und dann ist mein Job auch gemacht. Denn für die Leute, die es nicht wissen, die Atlanta ist ein Kamikaze-Schiff. Ihr bringt es sozusagen selber um, macht aber da nebenbei Haufen von Zieltreffer. Ja. So geht das. Auf jeden Fall wird das nicht einfach jetzt mehr als 5 Minuten zu übernehmen, vor allem da ich wie jetzt schon. Wir sind jetzt gerade bei 3:30, bis ich da bin, 4 Minuten. Und wir machen einfach mal unsere krasse Flugabwehr an. So. Wir müssen ein bisschen reindrehen. Und wir müssen wieder rausdrehen. Und wir müssen auf die Pensacola schießen. Das ist nicht das, was ich machen wollte, aber es hat sich jetzt nun mal so ergeben. Der erste Schuss sitzt nicht. Wir müssen auch auf die Kiew schießen. Wir müssen aufpassen, dass die uns keine Turm reinhaut. Der sieht schon besser aus, aber immer noch nicht gut genug. Besser aus. Ich versuche gerade einen Zerstörer auf 7 Kilometer zu treffen und jetzt aber. Oder? Nein. Yes. Nein! Dann kann ich es auch nicht mehr. Auf jeden Fall drehen wir uns wieder rein. Und wir haben 5 Minuten überlebt. Oh. Ah, ich überlebe auch nicht, halt nicht viel länger. Und wir wollen jetzt diesen verdammten Zerstörer einfach nicht treffen. Ich will nicht wie die Bismarck sterben. Achtung, kritisch beschädigt!
Und wir haben insgesamt nichts geleistet. Ja. Gehen wir runter. Wir waren nicht First Death, aber es geht besser, ganz klar. Ja. Das ist schon relativ derb. Wieder mal nach 5 Minuten gestorben. Ja. Vielleicht kommt sogar noch ein zweites Video. Ich muss schauen, wie es sich ergibt. Und damit sage ich dann ciao.